So, und wir sind wieder. Oh, das ist eine Arbeit, das gibt es gar nicht. So, jetzt gehen wir mit der Freiheitsstatue ein bisschen außen nach außen. So, also wir machen jetzt hier wieder. Hier ist natürlich vorne, ne? Muss euch wieder zeigen, wo wir genau sind. Da sind wir vorne. Und dann ist ja hier dieser eine, diese Zweier. Und dann ist ja hier diese eine Strichlinie. Ihr wisst ja schon, wo vorne und hinten ist. Also, wir machen jetzt hier einen dahin. Den sieht man. Okay. Und dann machen wir hier vier Stück hin, dass man hier einen sieht und da sieht man einen. Ne? Gut, das mache ich jetzt hier eben so dahin, damit es so ein bisschen auch aussieht. Auch auf jeden Fall hier den sieht man und den sieht man und dann sind hier vier Stück und da ist einer. Das erkennt man ja noch. Ne? Dann gehen wir von da aus, gehen wir jetzt sofort von der Ecke aus nach oben, machen drei Stück hin. So, drei Stück. Dann nach oben und nochmal zwei Stück hier hin. Dann sind wir hier in der Ecke angekommen und dann 1, 2, 3, 4. Vier Stück dorthin. Dann von da aus einmal hoch, einmal rechts und dann kommt ein Pünktchen hier hin. Der bleibt frei. Gegenüber kommt noch einer hin. So, und dann zählen wir von hier aus wieder 1, 2, 3, 4, 5. Fünf Stück in dieser Reihe. Dann wieder hier unten ein hoch, nach rechts zwei Stück hin. Ne? Ihr seht das ja auch immer, wie das aussieht, ne? Ich muss ja, wenn ich das schon mal zähle, ihr müsst ja ungefähr, sieht man das ja, ne? So, dann sind wir hier oben in der Ecke angekommen. Dann gehen wir nach links und dann 1, 2, 3, 4, 5. Fünf Steine dorthin. Dann einmal nach rechts, zwei Stück. Dann wieder nach rechts und dann drei Stück. Und dann die goldene Mitte machen wir einen außen hin, ne? Dann sieht das hier so. Dreie. Eine außen, dann sind wir hier angekommen, dann gehen wir nach links, dann gehen wir nach oben und machen dort drei Stück hin, gehen wir nach unten und machen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sieben Stück. Und dann machen wir hier in der Mitte ein wieder hin, das heißt, dann außen sieht man zwei Stück, einer hin, zwei Stück und gegenüber einen hin. Ne? Also wenn ihr die Reihe jetzt hier gemacht habt, in der Mitte einen außen hin, sodass man hier zwei sieht und hier sind zwei frei. So, dann sind wir hier angekommen, wie ich schon sagte, nach außen. Hier oben hin, einen hin. Ne? Oder hier, wie ich sagte, hier sind zwei und dann gegenüber einer hin. Dann 1, 2, 3, 4. Haben wir vier Stück hier hin gemacht. Und dann von der Ecke aus gehen wir kurz wieder nach rechts, nach oben und knallen da einen hin. So. Dann gehen wir runter, machen hier zwei Stück hin, gehen hier runter, wieder zwei Stück hin. Wieder runter, da zwei Stück hin. Dann wieder runter und nochmal zwei Stück hin. Also kann man sagen, hier ein Zweier, Zweier, Zweier und ein Zweier. Von da runter, Zweier, 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 Zweier. Zweier, ne? So, dann wären wir hier angekommen, sozusagen. Und dann gehen wir von da aus weiter. Eins, zwei. Also zwei Stück. Insgesamt sind das, wenn man hier so guckt, vier Stück. Dann sind wir in der Ecke. Dann gehen wir nach links ein hin. Nach unten ein hin, nach links ein hin. Dann haben wir wieder so eine Stufe. Dann gehen wir nach unten und machen drei Stück hier hin. So. Dann nach unten, zwei Stück hier hin, nochmal nach unten, nochmal zwei Stück hier hin. So, dann sind wir hier in der Ecke und die zählen wir natürlich wieder mit. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Sechs Stück in der Reihe. Und dann wieder hier in der Mitte zwei Stück außen hin. So, dass hier. Seht ihr hier zwei, da sind zwei und die zwei hier sind die Mitte. Die machen wir außen, so dass man den sieht und den sieht man. Jetzt drehen wir wieder so rum. Dann sind wir hier, dann gehen wir nach rechts, dann gehen wir nach unten und machen drei Stück hier hin. Dann gehen wir wieder nach unten und knallen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Stück hier hin. 8 Stück. Zack, zack, zack. So. Dann gehen wir wieder zurück, machen 1, 2, 3, runter, zwei Stück hier vorne hin. Dann lassen wir einen frei, sofort gegenüber auch noch zwei Stück hier hin, sodass hier wieder einer frei ist. So muss das aussehen. Dann sind wir hier oben in der Ecke. Dann gehen wir nach oben, knallen vier Stück hier hin. 1, 2, 3, 4. Runter und wir sind dann wieder angekommen, wo wir aufgehört haben. Ne? Ha! So, das war wieder 5 Minuten. So, wie ihr seht, das geht jetzt einmal hier nach außen, ein bisschen nach außen weg. Das ist halt so. Das geht jetzt links und rechts, so wie als wärt ihr besoffen. Weil jetzt fängt das an,
mit den, ja, mit dem, gleich mit dem Buch und so. Aber jetzt noch nicht, das dauert noch ein bisschen. Ha. Also wir sehen uns gleich wieder bei PlaySample.